Herr Maurer, Sie haben heute in unserer Reihe Konstellation Neue Sichten der Bibliothek Ihr neues Buch vorgestellt, Heimreisen. Goethe, Italien und die Suche nach der Deutschen nach sich selbst. Herr Maurer, worin besteht diese Suche? Ja, die Suche besteht eigentlich nach dem, was man heute mit diesem Wort nationale oder kulturelle Identität nennt, was ja ganz wichtig ist. Ne? Und diese Identität war natürlich für die Deutschen, die diese Identität in nationaler Hinsicht ja erst sehr, sehr spät bekommen haben, 1871, die mussten sich ja vorher anders behelfen. Und Identität, das konnte ja nicht aus dem Politischen geschöpft werden, sondern das musste aus dem Kulturellen. Und dort war Goethe und waren Italien eigentlich ganz zentrale Punkte, da Goethe nämlich mit seiner Reise nach Italien eigentlich zweierlei gezeigt hat. Er hat ja diese Reise als, sagen wir, mittelalter Mensch angetreten, nicht als junger Mann, sondern mit 37, das war damals schon vergleichsweise alt, nachdem er ja als junger Mann nicht nach Italien gekommen ist. Er hat sich dann 10 Jahre verausgabt in Weimar als Minister, was eigentlich eine sehr typisch bürgerliche Lebenskarriere ist. Und in diesem Nicht-Gereist-Sein, sein halbes Leben im Büro zu versauern und dann den befreienden Schlag zu machen und nach Italien zu fahren und dort ein anderer zu werden und als ein anderer zurückzukommen, das war natürlich die große Narration, die den Bürgern gefallen hat. Und gesagt, ja, auch ich bin Goethe, auch ich habe Italien nötig. Und nicht alle sind hingefahren. Viele haben ja auch nur das Buch gelesen und sich nach Italien gesehnt. Und das war dann irgendwann so eine Klammer, dass eigentlich alle, die Deutsch sprachen, Goethe lesen konnten und sich nach Italien sehnten, etwas gemeinsam hatten, dass sie einfach Deutsche waren. Aus diesem kulturellen Bereich stammten, egal aus welchem der 37 Staaten sie gekommen sind und auch egal, welche Konfession sie angehörten. Also das war eigentlich die fast umspannendste Definition des kulturellen Deutschseins, das es je gegeben hat. Sie haben heute Abend auch berichtet, dass nicht alle in der Nachfolge Goethes glücklich geworden sind. Sie haben ein Stück aus Ihrem Buch gelesen über Johann Gottfried Herder, der sehr früh im Wissen um Goethes Italienreise und die Goethes Faszination von Italien auch nach Italien aufbrach, aber bei dem dieses Glück nicht hold war. Können Sie das mal ganz kurz markieren, warum bei Herder ein ganz anderer Eindruck entstehen musste von dieser Romfahrt, von dieser Italienfahrt? Ja, das Glück Goethes war ja, dass er nicht auf seinen eigenen Spuren nach Italien fahren musste. Er hat das einmal getan, die sogenannte zweite italienische Reise nach Venedig, und die ist ja prompt schief gegangen. Das heißt, man kann eigentlich auf den Spuren Goethes, ist das Risiko, dass das schief geht, ist sehr groß, weil natürlich die Latte sehr hoch hängt. Ein anderer werden in Italien, Wiedergeburt, nichts Geringeres, biografische Wende, nochmal von vorne anfangen. Das ist ja eigentlich auch ein großes Thema der Aussteiger, ne? Das eigene Leben hinter sich lassen. Und insofern hat der Italienreisende, von Herder angefangen, aber bis heute, wenn er es im goethischen Sinne unternimmt, unterliegt er einem enormen Erfolgsdruck. Am Brenner muss man schon das empfinden. Und spätestens in Rom muss man spüren, ja, ich bin ein anderer Mensch geworden. Das führt oft zu Selbstbetrug, dass man so tut, als sei das geschehen, sozusagen tapfer so eine Reise durchhält. Oder es geht schief und geht dann auch oft in Opposition. Also es gibt ja auch Goethe-Aversionen und Anti-Goethe-Reisen. Da ist die Geschichte voll davon. Und Johann Gottfried Herder war das erste Beispiel einer... Das war das erste Beispiel eines Reisenden, der fast wie Goethe fahren wollte, aber wo die Voraussetzungen völlig andere waren. Er ist als Begleiter von Dahlberg gefahren, also fast schon, also zwar nicht als Diener, aber doch als abhängiger Begleiter. Er hatte kein eigenes Geld, er musste sich an alles halten und er hatte dieses unglaubliche Beispiel von Goethe im Nacken, der als unabhängiger, ja fast Künstler in Rom mit anderen Künstlern gelebt hat, seine Tage verbringen konnte, wie er wollte und auch noch ein gutes Stück jünger gewesen ist. Mhm. Und natürlich auch eine andere Natur war. Herder war eine problematische Natur, also da kam sehr, sehr vieles zusammen. Mhm. Wie lange konnte man mit Goethe im Gepäck erfolgreich nach Italien reisen? Was waren die Hochphasen der Goethe-Rezeption, auch gerade mit Blick auf eine bevorstehende Italienreise?
Ja, das konnte ja nicht früher beginnen als 1816, als das Buch erstmals, der erste Band erstmal erschien und ging dann erst sehr allmählich. Also es ist nicht so, dass dann sofort alle mit dem Goethe nach Italien gefahren sind. Das war eigentlich erst in der zweiten Jahrhunderthälfte so richtig üblich. Und in der Kaiserzeit konnte man sich fast nicht mehr nach Italien trauen, ohne den Goethe dabei zu haben. Das hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg doch sehr merklich nachgelassen, wo auch andere Aspekte von Italien in den Vordergrund gekommen sind. Nicht mehr die Antike und die Kunstwerke, sondern das italienische Design, der Film, überhaupt die Lebenskultur in Italien, nachdem man sich in Deutschland nach dem Krieg in den Adenauerjahren so unendlich gesehnt hat, diese Leichtigkeit, dieses... Aber natürlich hat das nie ganz nachgelassen und die Exemplare der italienischen Reise verkaufen sich immer noch und es gibt immer noch Literatur zur Goethes Italienreise und man trifft in Italien immer noch Leute, die mit dem Goethe in der Hand unterwegs sind. Es sind halt im Vergleich zu den anderen Touristen ist das eine kleine Minderheit, aber es gibt sie. Die Italienreise auch mit Goethe lebt. Ganz herzlichen Dank, Herr Maurer, für Ihren Besuch und für Ihre Lesung. Danke.